Jahren. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Ice of the Sea. Wir sind heute in Stuttgart und haben heute unseren Video Day, an dem wir ein wenig Stuttgart erkunden und uns ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen. Wir sind aber schon seit gestern da, denn wir haben gestern an der Zukunft von Ice of the Sea gearbeitet und haben uns in verschiedenen Teams und Sessions zusammengesetzt. Team 1 besteht aus Max, Armon und Marcel. Sie haben sich hauptsächlich mit dem Redesign unserer Seite beschäftigt und haben einen Weg gefunden, wie sie euch unsere Video- und Fotoinhalte noch näher bringen können. Die ersten Mockups und das Design für die neue Seite stehen schon. Und wir freuen uns schon richtig drauf, euch das eventuell schon im Sommer präsentieren zu können. Vielleicht auch mit einer zugehörigen Party. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Team 2, das sind Jule, Olli, Richard und ich. Wir haben uns hauptsächlich mit der Zukunft und der Vision von Ice of the Sea beschäftigt und wie wir euch noch hochwertigeren Content zur Verfügung stellen können. Wir haben eine Menge geschafft und ihr könnt euch schon auf viele neue Ideen freuen. Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück zu den Jungs und Mädels. Richard, ja. Was für Fun Facts hast du zu dem Platz hier? Zu Santiago de Chile. Santiago de Chile Platz, ja. Fun Fact Nummer 1, der ist nach Santiago de Chile benannt. Okay. Das war schon heftig, mindblowing. Ja. Und der andere Fun Fact ist, dass Armon immer seine Date-Szenen ausgefüllt hat. Ja? Ja. Oh, Armon. Das war aber vor langer Zeit. Okay, danke für das Gespräch, Jungs. Das war sehr aufschlussreich. So, wie schaut's bei euch aus, Michi? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin ein bisschen über uns. Gerade auf und drüber. Ja? Oh, geil. Das ist drüber. Da ist der Kollege. Das war jetzt aber Arco. Du kannst jetzt entweder über den Raum rüber oder hier in der Lichtung. Unsere Drohnenführerschein-Anwärter Jule und Olli. Seid ihr schon mal in der Drohne geflogen? Noch nicht. Ich hatte noch nicht. Noch nie? Gar nie? Ich hoffe, am Dienstagnachmittag wird es dann soweit sein. Ja. Weil nächste Woche sollte ich das ganz gut können. Ich will nicht zu viel versprechen, aber es macht schon ziemlich viel Spaß. Ja, ich bin schon richtig gespannt drauf. Bock. Ich freue mich schon. Das ist wie so ein kleines Kind, neues Gameboy-Spiel so ungefähr. Oh, geil. Ja. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt Richtung Schlossplatz und treffen uns am Rote Bühlplatz, weil ich glaube, da sind die Chancen etwas höher, dass wir parken. Dass mehr Platz und so. Ja. Ja. Und das ist Fluxus, da wollten wir auch vorbeischauen, weil ich glaube, wir haben alle langsam dann. Fluxus war was? Hunger, da gab es so. Hunger. 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 Da gibt es ganz viele verschiedene Läden und Bars und Restaurants in der Art. Da gibt es so Maultaschen. Nice. Die Handladen. Schwäbische Maultaschen. Schwäbische Maultaschen. Wo gehen wir jetzt hin? Das haben wir gerade gesagt. Okay. Auf geht's. Rote Bühlplatz. Rote Büh. Ja. Rote Bühl. Bühl. Okay. Okay. Ja, Jungs, das bin wir hin, oder? Das bin wir hin, ja. Alles klar, bis gleich. Ja, hallo. Hi. So, wir sind weitergezogen, wir haben die Location gewechselt, sind am wunderschönen Schlossplatz hier in Stuttgart. Hier ist heute was los, Max? Ja, hier ist einiges los, hier ist Tag des Rades heute. Und Jule meinte eigentlich, Stuttgart ist eine ziemlich radunfreundliche Stadt. Aber anscheinend geben sie sich Mühe, das zu ändern. Es gibt ja auch oft Feinstaubalarm und deswegen sollte man dagegen, glaube ich, mal was tun. Da bist du ja noch keinen Radweg gesehen. Nee, stimmt. Du? Nee, eigentlich nicht. Also genau, ich glaube, das wollen sie ja initiieren heute mit diesem Tag. Ist ein bisschen wie Streetlife, wer aus München kommt, wird es vielleicht kennen. Viele Stände, viele Leute. Das findet auch heute statt. Gestern war das. Und heute, oder? Ja, wahrscheinlich. Das kann gut Wochenende, sein. Wochenende, ne? Und wir schauen jetzt einfach mal rum, was hier abgeht. Und wir sind auf der Suche nach eventuell leckeren Maultaschen. Auf jeden Fall. Ich bin optimistisch. Wir müssten nur Maultaschen in Stuttgart finden können, glaube ich. Viele wussten das noch nicht, aber der Armon ist ja hier geboren, oder? Stimmt das? Ja. Schon, ne? Ja. Haben wir rausgehauen. Ich glaube schon. Und wie lange hast du hier gelebt, Armon? Ich? Ja, so bis ich 20 war oder so. Und danach hat es mir gereicht. Und wie gefällt es dir hier so?
und zurückkommst? Ja, da werden halt alte Erinnerungen wieder wach. Zum Beispiel hier an dem Platz? An dem Platz habe ich viel Zeit verbracht. Ja, nice, ja, okay, cool. War sehr schön hier. Olli hat ja gerade den Spot zum Mittagessen rausgesucht. Das ist hier vorne, die alte Kanzlei, direkt am Schlossplatz. Dann suchen wir uns mal einen schattigen Platz. So, Platz gefunden hier. Was nimmst du? Ich nehme hier die, die Maultaschen mit Zwiebelschmelze und Jü. Okay, jetzt erklär mal allen, was Jü ist. Erklär mal. Also Jü ist, was ist Jü eigentlich? Eine Soße, oder? Rotwein, Jü, Saft, Saft. Saft. Gleiche Antwort. Apropos Französisch, wenn ihr Crêpes nachkochen wollt, gleich, dann könnt ihr in den nächsten... Geh weg. Geh weg. Salut, je m'appelle Michel. Michele. Okay, also wer essen alle Maultaschen, oder? Jeder Maultaschen? Nee, ich esse einen Asier. Du dumm. Du bist so ein Dummschwätzer. Die kleine Spargelrahmsuppe und den gemischten Salat, bitte. Einmal Maultaschen mit Zwiebelschmelze. Und welchen Salat selber. Ja, ich hätte auch gerne die Maultaschen mit Zwiebelschmelz. Und Jü. Für mich auch. Mm. Und Jü. Käseschmelz. Die Herren da hinten. Hier hinten. Hier, hallo. Danke sehr. Dankeschön. Wiederschön. Lecker, schmecker, yum, yum, yum. Richtig Bock. Nur das leckere Suppe. Bei mir auch. Und Salat. Oder? Dankeschön. Das ist das gleiche auf dem Teller als wie ich. Mm. Jula, was hast du für eine Suppe da? Spargelcremesuppe. Nice. Richtig fresh. Und Salat. Und Salat, ja. Also frischer Salat. Ja. Ich muss mich gerade ein bisschen zurückhalten. Ja, okay. Appetit, ja. Weil Richard hat noch kein Essen. Ja. Oh, ist jetzt. Hat auch noch kein Essen. Ist jetzt. Jetzt kommt das Essen. Es bringt auch immer jemand anderes, ne? Ja. Das sind wir alle komplett. Das soll schmecken. Hier stellen, guten. Guten. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten. Max, wie hat's geschmeckt? Sehr gut. Ja? War so echt eine gute Portion, würde ich sagen. Ja, es war eine gute Portion. Also bei den Maultaschen war Kartoffelsalat dabei und Salat auf dem grünen Salat, gleichen, ne? Teller. Ja. Wir sind jetzt hier in der Bibliothek von Stuttgart. Schön hier, ne? Ja, ja. Die, ist nämlich, die Bibliothek ist hier in dem Shoppingcenter drin. Ja. Wir haben uns die rausgesucht, weil die für ihre tolle Architektur bekannt ist. Mhm. Weiß nicht. Ich glaube, es ist zu. Wir kommen hier wieder raus. So, das ist also die weltberühmte Stuttgarter Bibliothek. Man nennt sie auch Library. Wir sind jetzt hier in der Stuttgarter Stadtbibliothek. Wir wollten eigentlich hochgehen auf die Dachterrasse. Da gibt es einen ganz netten Ausblick über Stuttgart, aber leider hat die Bibliothek sonntags geschlossen. Und ja, dann werden wir den Tag langsam ausklingen lassen. Alle im Bild, ja.
Wir sind jetzt wieder in Jules Wohnung angelangt. Es ist jetzt kurz vor 7 am Sonntagabend. Wir hatten ein sehr erfolgreiches Wochenende zusammen. Gestern haben wir die Sessions gehabt, wo wir unser Projekt vorangetrieben haben, Design der neuen Website gearbeitet haben und auch sonst viele neue Ideen zusammen gesammelt haben. Und heute waren wir zusammen in der Stadt, haben dort nochmal eine City-Tour gemacht und gut was zum Mittag gegessen. Ja, und wenn ihr sehen wollt, wie es bei uns in Zukunft weitergeht, auf jeden Fall hier bei YouTube subscriben. Aber folgt uns auch auf Instagram und Facebook, da sind wir sehr, sehr aktiv und dort kriegt ihr immer die ersten Infos zuerst. Mama und Papa, es tut mir leid, dass ich euch nicht besucht habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cool.